Ja, ich will aber eigentlich nicht so schnell aufgeben. Ganz ehrlich. Ich will diese Karte machen. Ja. Muss das doch simultan machen. So, ich mache jetzt hier mal ein bisschen in der Mitte. Dann jeweils im Tal, um möglichst weit runterzukommen. Das war jetzt doof. Das war jetzt hier besser. Die Idee bringt mich aber auch nicht wirklich weiter. Also die Idee war quasi mit drei Bombern möglichst tief zu kommen und dann mit den restlichen zwei darüber. Scheint aber nicht so ganz zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Probier's trotzdem nochmal. So. Das war jetzt natürlich schon wieder doof. Weil ich ja eigentlich immer ein bisschen mehr da drüben sein muss. Und das funktioniert auch schon wieder nicht. Ach, ist es zum Mäusemelken. Also die beiden sind ganz schön heftig. Der hier ist vermutlich auch richtig heftig. Ich warte einfach jetzt mal ab, was passiert. Wir fallen da runter. Okay. Der ist jetzt eigentlich gar nicht so kompliziert, würde ich behaupten. So, das. Naja, doch ein bisschen warten können. Zack. Also nicht ein bisschen warten, sondern ein bisschen. Neuer Versuch. So. Zip. Ja, machen wir mal hier. Dam, da, dam, da, dam. Passt schon. Dann springe ich hier mal weg. Ach, nee. Obwohl, warte mal. So blöd ist es vielleicht gar nicht. Dafür habe ich ja noch den Brückenbauer. Und wenn die da in der Grube sind, macht das ja eigentlich auch nichts. Weil ich da ja in der Grube sag. Ade. Naja gut, so macht es dann schon was.
Und das war ganz knapp dran vorbei. Ganz, ganz knapp. Jammerschade. Aber die Idee ist die richtige. Das heißt, ich fange hier an mit Lochgraben. Ich bin hier zufrieden und sage dann okay, auf Wiedersehen. Und sage dann hier, grab mal schön in die Erde. Dann brauche ich als nächstes einen Brückenbauer. Ach, ich muss ja alle retten. Und ich grab immer zu weit, das ist unglaublich. Also hier. Hier. Und ich darf nicht tief graben. Hier. So. Sondern muss relativ früh, so ungefähr jetzt, schon aufhören. Und in den Ausgang springen. Mann, Mann, Mann. Das ist ja ätzend gerade. Okay, ich guck mal hier, ob ich diese Karte hier hinbekomme. Was? Das war logisch. Dann machst du hier mal Bergmann. Ja, das geht, okay. Wie viel muss ich retten? 45. Habe ich Stopper? Nein, natürlich nicht. Och je, Mine. Och je. Och je. So, irgendwie sind die Karten gerade. Das ist doof, dass mir das jetzt aufgefallen ist, dass ich hier einfach die Karten überspringen kann. Weil ich das jetzt natürlich auch mache. So, die Rettungsmission. Das bedeutet doch hier, ich muss mit dem darüber. Und das bedeutet doch, ich muss jetzt hier anfangen, eine Treppe zu bauen. Und dann kann ich hier einen Stopper machen. Dann bleiben die hier erstmal zumindest gerettet. Aber das war einfach zu spät. Diese Karte wird auch interessant, aber ich denke, ich habe von diesem Höllenmissionsdingens erstmal genug. Und werde diese jetzt abbrechen und werde auch die anderen Karten jetzt erstmal Karten sein lassen und mich für heute von euch verabschieden. Bis dahin auf. Nee, warte mal. Ich gucke hier gerade auf die Uhr und ich habe hier. Knarrt schon wieder mit Mikro. Ich gucke hier gerade auf die Uhr und ich stelle fest, das ist nicht so wirklich optimal, was ich da gerade habe. Zeitlich. Deswegen fangen wir vielleicht irgendwas ganz, ganz, ganz Neues an. Dschungel.
Naja, da hatte ich eigentlich auch nicht wirklich Lust. Weil Dschungel war doch Eingang zur Höhle, genau. Die war doch ganz komisch. Und Kristall, die könnte ich vielleicht mir ansehen. Das war die Geschichte, genau. So. Dann mache ich doch mal den da. Und den da. Und dann sollte ich hier ja die Möglichkeit haben, nach unten. Ach, das ist ein Diamant, durch den ich nicht durchkomme. Da unten komme ich natürlich auch nicht durch. Bloß fürs Protokoll, logisch. Das heißt, hier muss ich auf jeden Fall weiter graben. So, komme ich da durch? Da komme ich durch. Aber das ist suboptimal, weil das natürlich genau dazu führt. Dass ich dahin komme, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Muss ihn retten. Alle 40. Alle 40 muss ich hier schon wieder retten. Also die haben hier echt lustige Karten, muss ich sagen. Muss ich echt sagen. Ja, gut. Wir sind allerdings hier bei diesen Bonuskarten und ich denke, es ist langsam mal ein bisschen an der Zeit, sich von Pingus zu verabschieden. Ich. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich muss mich bloß ein bisschen besser hinter diese Karten knallen. Das vielleicht allerdings in der nächsten Folge. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.